interessante kreative Leistung, würde ich natürlich früher aufstehen, das ist ja logisch. Sachsen-Anhalt finde ich sehr kreativ. Also es gibt erstmal sehr viele Kreative, deswegen gibt es ein sehr großes Potenzial für die Kultur- und Kreativwirtschaft oder Kreativwirtschaft, wie sie ja hier in Sachsen-Anhalt genannt wird. Was fällt dir sofort ein zum Wort Kreativwirtschaft? Kreativwirtschaft ist eigentlich als Motor für ganz viele Branchen unterschiedlicher Art wesentlich. Also ist Inspiration, ist ein eigener Wirtschaftszweig und kann auch ein Innovationstreiber sein. Früher aufstehen, dafür, dass wir unser Land vorwärts bringen, dafür, dass wir hier neue Arbeitsplätze schaffen können. Ich treffe viele dynamische, offene Menschen und die machen ihr Ding und die sind irgendwie bereit dazu. Man kann tatsächlich noch besonders sein. Das ist, glaube ich, das Potenzial, was sich hier in Kreativen bietet. Man kann der Erste sein. Ich denke mal, jeder Mensch ist kreativ. Die Ausbildungsmöglichkeiten hier in Sachsen-Anhalt sind durchaus sehr gut. Ich bilde mir ein, dass in Sachsen-Anhalt eine ganze Menge an Grundwissen vermittelt wird. Die Basis da, ob das in Burg Giebichenstein ist oder hier diese Fachhochschule für Industriedesign oder in Dessau Bauhaus, dass also in den kreativen Bereichen eine große, breit gefächerte Ausbildungsmöglichkeit besteht. Wir sind Europäer und der europäische Gedanke ist der wichtigste überhaupt. ESF wird ja nicht als solches in der Kreativität wahrgenommen, aber er ermöglicht eben indirekt Projekte, die mit einer Förderung ohne ESF-Mittel nicht möglich wären. Eine andere Sache sind natürlich die Qualifizierungsprogramme, die aufgelegt worden sind, wie beispielsweise Business Arte hier in Sachsen-Anhalt. Das ist sicherlich eine gute Sache. Wenn es Förderungen von dem ESF nicht geben würde, müssten wir nach neuen Fördermöglichkeiten Ausschau halten. Das wäre sehr zeitintensiv oder Projekte könnten gar nicht stattfinden.